Wir haben mich so erfrischt. Was macht unser Stahl? Unser Stahl wird produziert. Braucht aber noch ein bisschen. Was kostet so ein Eisen? Ach Quatsch, Eisen. Was kostet so ein Goldbarren? 2 Nuggets. Okay. Ich bin in Gedanken beim Finanzier, der ja tatsächlich Gold verkauft hat, sowohl Nuggets als auch Barren. Und da müssen wir halt gucken, was günstiger ist, ne? Ob wir uns lieber einen Barren holen oder ob wir uns lieber 2 Nuggets holen und die zu Barren verarbeiten. So, du kommst hier rein. Ah ja, das muss man noch in Auftrag geben, genau. Den Knochen können wir schon mal hier lassen. Oh, kannst kurz da warten, das ist okay. Du kommst hier rein. Ich verstehe das irgendwie nicht. Wieso können wir die denn jetzt nicht heilen? Verletzte Seele, ich pack da Fleisch rein und ich kann sie nicht heilen. Das ist merkwürdig. Nee, Quatsch, wir brauchen ja hier unten Fleisch. Ich hätte es jetzt mit in die Küche genommen, aber... Ja, so die Seele wird jetzt gammeln, weil ich nicht weiß, wie ich sie heilen soll. Das mit dem Fleisch funktioniert offenbar an der Stelle nicht. Ich weiß aber nicht... wie ich das sonst hinbekomme. Wir haben ja jetzt die Fähigkeit, Stolz zu heilen. Das Problem ist natürlich, dass wir nicht wissen, wie. Vielleicht brauchen wir einen besseren Tisch oder sowas an der Stelle, den wir wahrscheinlich noch gar nicht bauen können. Verbesserte Ausrüstung. Seelenbehälter 2, Seelenextraktor 3. Wahrscheinlich eher Seelenextraktor 2 und da hinten dann 3. Aber nun, ja, wir könnten es lernen. Nützliche Ausrüstung, Seelenempfänger, Mauerkrematorium. Können wir die dann unten verbrennen? Das wäre sehr cool. Wir haben ja alles, was nicht blau ist, haben wir genug. Und da weiß ich nicht, ob ich das alles überhaupt will. Da... Je mehr Geister du hast, umso mehr Glaube bekommst du. Das wäre vielleicht ganz interessant, wenn wir denn dann irgendwann tatsächlich mal ein paar mehr Heiler... ein paar mehr Geister haben. Aber naja. Stahl. Wir brauchen ein bisschen, bis der fertig ist. Ein paar Diener haben wir noch. Aber damit sind wir durch. Wir müssten dann nur Balken hochbringen. Dann haben wir das. Okay. Wir brauchen heute, glaube ich, noch nicht in die Stadt zu gehen. Das müssten wir morgen machen. Ich glaube, die Dinger da... Achso, klar, da brauchen wir Stahlteile für, haben wir gesagt. Die haben wir gerade nicht. Das Stück Marmor könnten wir vorantreiben. Marmor, eine Grabumwandlung für 9 hinzu. Damit könnten wir so ein paar Leichen ja schon mal hübsch machen. Ich poliere mal ein bisschen Marmor. Tatsächlich. Ein poliertes Stück Marmor. Und ein poliertes Stück Marmor. Wahrscheinlich bricht auch unser Meißel bald, oder? Der kann doch eigentlich nicht mehr so viel. Haltbarkeit haben. Aber noch geht's. Noch geht's. Jetzt ist er weg. Alles klar. Okay, wir könnten uns vielleicht direkt neue bauen. Ja, wir haben keine Stöcke. Wieso haben wir eigentlich keine Stöcke? Das gibt's doch gar nicht. Wie ist das hier unten mit dem... mit dem Friedhof? Da gab's doch auch noch den Zaun, den wir reparieren können. Bringt das irgendwas? Da kommt gerade eine Leiche, habe ich registriert. Ich möchte trotzdem eben gucken, was das gekostet hat, den Zaun zu reparieren. Nee, es steht nicht dran, aber irgendwas an Qualitäten muss das auch bringen. Boah, das bringt 12 Steine, ne? Wie viel bringt denn dann eine Marmor, ne?
Wir brauchen 6 Steine, 10 Planken und 10 Nägel. Steine, Planken und Nägel. Und hier haben wir ein paar Stöcke wenigstens. Naja, 2, 4. Das reicht ja schon fast für einen Meißel. Ja, gucken, ob wir dich besser verhackstücken können. Nee. Ich nehme dir Knochen, ich nehme dir Blut, ich nehme dir Fleisch. Und dann kommst du in den Seelenentsafter. Kann man hier mal gerade gucken, du bist fertig gewesen. Ja, du bist fertig und du bist auf der Zielgeraden. Du brauchst noch 3 Infusionen und bist du auch fertig. Wie sieht's mit dir aus? Bist du schon weggegammelt? Nee, noch nicht ganz. Aber die kriegen dich halt leider auch so nicht geheilt. Seelenheiler. Da können wir aber auch nur Fleisch reinhauen. Und wir können die Seele so nicht heilen. Ich verstehe diese Angabe hier noch nicht. Ich weiß nicht, was das sagen soll. Also das hat schon irgendwie was mit der Seele zu tun, aber sicher, welche jetzt welche ist. Ich habe keine Ahnung. Ist die jetzt noch hier drin? Ja, ist sie. Ja, wahrscheinlich müssten wir erst die neuen Dinge hier bauen. Seelenbehälter, Seelenbehälter 2, Mauerkrematorium. Braucht auch ein Eisenmeißel. Erweiterung heilen von Stolz. Das müssen wir hier erstmal lernen wahrscheinlich. Okay, also bauen quasi. Das ist wahrscheinlich eine Erweiterung für das Ding oder so. Okay, Glaskolben. Also hier Flaschen und so. Also die haben wir ja. Die haben wir ja da. Die müssen wir nur holen. Brauchte nur eine, oder? Ich nehme mal sicherheitshalber 2 mit, man weiß ja nie. Und ich glaube, ich hatte gesagt, wir brauchen neues Konservierungsmittel. So. Heilen von Stolz. Ja, das sieht gut aus. Okay. Sieht nach Haut aus. Ah, so wird ein Schuh draus. Okay. Und dann haben wir jetzt noch so eine. Okay, jetzt haben wir's ein bisschen verstanden. Okay, dieses Krematorium braucht polierten Stein, Eisenmeißel und Komplexe. Ich würde gerne wissen, ob wir dann hier unten direkt anzünden können. Das wäre ganz schön, wenn wir den Weg nach unten nicht gehen müssen. Und wenn da Kohle drin ist, ist das noch viel schöner. Wir vergraben die hier mal alle. Auch wenn wir gerade noch nicht die Imba-Grabumbrandungen haben, aber immerhin. Bin mir gerade unsicher, wie viele hatten wir noch unten?
Ich weiß auch gerade nicht so richtig, was ich an... auf jeden Fall noch. Und der hier ist auch fertig, ne? Und der kriegt jetzt die nächste Spritze in Form von Silber. Aber wird der nicht konserviert oder ist der nach der Konservierung, hey, auf 91 gefallen? Bin mir unsicher. Kann sein, dass wir den erst... Ja, den haben wir erst später konserviert. Nee, alles gut. Okay. Auch wenn wir die hinterher alle wieder auseinandernehmen müssen, weil die irgendwann 200 Schädel haben wahrscheinlich und wir die alle ersetzen wollen. Aber erstmal kommen die hier alle rein. So. Das Problem ist jetzt natürlich, wir haben hier eine Elfer und eine 13er. Die kriegen wir irgendwie alle voll. Wenn wir die vier hübsch gemacht haben, haben wir auch die Kathedrale fertig. So, aber das mit den Stahlteilen braucht ja noch. Wenn wir uns jetzt vielleicht erstmal die hier nehmen. Dann hätten wir ja schon mal überall 9. Die bringen keine blauen. So. Wir sind zu voll. Naja, wir haben auch zu viel Mumpitz dabei, um ehrlich zu sein. Wir sollten das nicht so auf Druck machen jetzt. Wir sollten vielleicht erst die Predigt machen und das dann für nächste Woche sauber vorbereiten. Wir machen jetzt eben unsere Predigt, bevor der Tag rum ist. Und bereiten dann die Fete für die nächste Woche quasi vor, wenn wir hier die Kathedrale, also wenn wir die große Kirche zur Kathedrale aufwerten. Eins möchte ich ausprobieren, wenn wir 9 Punkte dazu bekommen, na, bisschen Zeit ist, wir die noch alle da drum rum. Ich möchte gucken, wie viel Geld wir jetzt bekommen, wenn wir die hier alle dran geklebt haben. Reicht noch nicht für ihn. Aber... Ah ja, wir haben noch die Kollekte von letztem Mal hier drin. Also 10, irgendwas haben wir bekommen. Wir haben jetzt 36 Punkte mehr. Wie viel mehr Geld bringt uns das ein? Ich bin ein ganz kleines bisschen gespannt. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll! Woo! Yay! Und jetzt lasst uns um diesen Segen beten. Toll, okay, na gut. Wenn es denn sein muss. Eure Spenden sind immer willkommen. So, das waren 39 bis 40 pro Nase beim letzten Mal. Oha. Zwischen 47 und 49 diesmal. Okay. Können wir ihm schon mal sagen, dass die Kirche hübsch ist? Das ist doch schon mal was. Das sind alles bis auf die Seite für die Bankabzüge. Die habe ich von meinem Freund, dem Händler. Dieser Händler. Ich würde sie am liebsten aus dem Königreich verbannen. Das ganze verdammte Pack. Das sind die Verbreiter der Sünde. Händler. Schauspieler. Ärzte. Die Kirche bietet die gleichen Dienst an, nur heiliger und rechtschaffener. In Ordnung, ich habe genug gesehen. Diese Kirche ist bereit, zu einer Kathedrale zu werden. Aber es fehlt noch die Statue von mir. Das ist ab jetzt deine höchste Priorität. Aber sicher, Eure Heiligkeit. Ja, der Friedhof ist ja auch noch nicht hübsch. Klar, die Statuetten hätte ich fast vergessen, gebe ich zu. Aber der Friedhof muss ja auch noch. Du, bevor dir langweilig ist, kannst eigentlich schon mal hier weiter Balken machen. Die brauchen wir ja in jedem Fall.
So, dann brauchen wir drei Deckel für zwei. Und einen Deckel für vier. Den haben wir vielleicht sogar noch. Statuen auf Goldniveau. Auch dafür brauchen wir mal mindestens einen Goldmeißel und wahrscheinlich auch irgendwie so Juweliersgeschick oder sowas. Du bekommst einen Zweierdeckel. Du bekommst einen Zweierdeckel. Und du bekommst nix. Wobei haben wir einen Vierer noch da. Fügt 5 hinzu. Fügt 4 hinzu. Sehr gut. Und du bekommst einen Zweier. So, 199. Na super. Okay, dafür reicht es natürlich nicht. Wir brauchen 6 Steine, 10 Nägel, 10 Planken. Steine haben wir jetzt wieder nicht genug. Energie auch nicht. Okay, Balken und Planken. Und ich habe schon wieder vergessen, was wir für das Krematorium brauchten. Aber das macht ja nichts. Du bist schon wieder fertig da vorne. Haben wir keine Planken? Nicht genug. Nicht genug Planken, aber das kann hier bleiben. Das kann nicht hier bleiben. Davon müssen wir noch was mitnehmen. Das kann hier bleiben und wir haben keinen Platz mehr. Andersrum. Das weg, das rein. So. Dann haben wir das hier. Steine. Haben wir alle Steine verbrannt gerade? Nee, haben wir nicht. Ein paar wenige haben wir noch. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber wir machen einfach mal... Ja, würde ich sagen, aber das hätte der Zombie auch machen können, aber naja. Das könnte der Zombie echt machen. Du machst mal 9 davon. Holz kommt ja nach. Er macht immer noch Zwiebeln. Okay, die rotieren wirklich nicht durch. Na dann. Habe ich jetzt noch was vergessen? Nägel, ne? Nägel. Hey. Ich hab's hier gerade hübsch gemacht. Was soll denn das? Ich halte diesen Job nicht mehr aus. Ja, ich auch nicht. Was soll denn das? Das ist alles deine Schuld. Diese Neuzugänge sind furchtbar. Ey, tut mir leid. Ich gebe mir wirklich Mühe, die Roten loszuwerden. Aber nicht genug. Ich bin so traurig. So traurig. Ihr macht doch nicht hier alles kaputt, du Depp. Oh, was habe ich getan? Es tut mir so leid. Ja, jetzt mach das alles wieder hübsch. Beruhig dich wieder, ich bringe das in Ordnung. Nee, mach das selber. Sind wir noch Freunde? Nein. Nee, absolut nicht. Oh Mann, der ist wie meine Ex. Tut mir nochmal leid, aber ich bin so erleichtert. Das ganze böse Juju ist jetzt weg. Bis später. Ja, super. Aufzaun reparieren. Steinreparaturwerkzeug. Ich hatte gerade die Befürchtung, dass wir dafür auch noch ein Marmorreparaturwerkzeug brauchen. Aber okay. Ja, großartig. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Was sollte das denn jetzt? Ja, Steinreparaturwerkzeug ist eigentlich kacke. Wir haben nämlich keine Steine mehr so richtig. Hat mich jetzt auch wieder komplett aus dem Konzept gebracht. Steinreparaturwerkzeug. Es gibt ein ausgewiesenes Marmorreparaturwerkzeug. Das habe ich mir doch fast gedacht. So, Nägel. Wir haben, glaube ich, noch Nägel, aber egal. Komm, wir machen jetzt eben welche. Wir brauchen Steine. Na, hervorragend. Und bei den Holzdingern ist auch ein bisschen was kaputt. Vielleicht sollten wir die dann mal rauswupfen, einfach, oder?
Wir können die nicht rausrupfen, wenn die kaputt sind. Das ist ja großartig. Oder doch? Moment. Doch, entfernen könnten wir die schon. Ja, ist egal. Komm, wir polieren das jetzt erstmal auf. Wir haben keine Energie mehr. Und wir sind müde. Ach, hör doch auf. Oh, Zaun. Oh, plus 10. Cool. Steinumrandung bauen. Wir brauchen Steine. Und ich leg da oben extra keinen hin, der Steine produziert. Na gut. Okay, wie sieht unser Inventar aus? Wahrscheinlich ziemlich voll. Ja, übervoll. Dieser Jorik ist total labil. Ja, ich merk's. Dieser rückgratlose Typ. Haha. Du hast auch kein Rückgrat. Vergiss nicht, dass ich Zähne habe. Klick, klack. So, du kriegst noch Kleber und dann bist du durch. So, dann kommt das Zeug weg. Die Scherbe kommt hier noch rein. Ich werde es mir wieder nicht merken, aber ich gucke gerade nochmal, was brauchen wir für so ein Krematorium. Polierte Steine, Eisenmeißelkomplexe. Das bleibt hier und den Rest nicht so sehr. Wir haben noch eine Geschichte und wir haben Glaube. Wobei wir den Glauben fast oben brauchen könnten. Geschichte. Glas. Oh, naja, Bier ist fertig. Das ist gut. Dann machen wir direkt ein neues. Lassen wir hier. Brauchen wir gerade nicht. Dann legen wir hier noch unsere Zwiebeln. Nee, schlafen wollte ich noch gar nicht. Steh mal wieder auf. Machen wir später. Ich wollte eigentlich nur Dinge ablegen. Die Truhe steht hier ein bisschen kacke. Kann das sein? So am Bett. Wie oft wir uns jetzt, schon hingelegt haben, obwohl wir das noch gar nicht wollten. Ist auch ein bisschen wild. Das bleibt hier, das bleibt hier. Wir brauchen Planken. Nicht Planken, Balken. So, dann hüpfen wir einmal zum Stein. Hier wollte ich überhaupt gar nicht hin. Das ist jetzt ungefähr am weitesten von da weg, wo ich eigentlich hin wollte. Aber dann nutzen wir die Gelegenheit und nehmen eben ein paar Steine mit, bis sich das Ding wieder durchgeladen hat und hüpfen dann zum Steinbruch. Hälfte haben wir. Was hast du da gerade gefummelt? Du sollst Stein abbauen. Gut, dass hier keiner meckert, wenn wir die Steine mitnehmen. Wir gehen erst zum Flüchtlingslager und dann zum Steinbruch, weil die ja hier gleich wieder pennen gehen. Wo ist die Köchin? Mit der müssen wir doch jetzt mal reden. Und da unten ist auch irgendwie jemand Neues. Es ist, ja, ich habe Bienenstöcke gebaut. Von diesem Moment an wird dein Leben viel süßer sein. Oh, was bist du für ein Schatz? Ich freue mich ja so, aber ich hätte es wissen müssen. Aber ich erinnere mich, ich hatte dir ja versprochen, dir meine kulinarischen Geheimnisse zu verraten. Also, welche Rezepte möchtest du gerne lernen? Alle? Honigkuchen, aber hier hast du, oh, hier hast du auch noch was Neues. Wackelpudding, Dessert, Pastetchen? Käsegericht, hatten wir das nicht? Nee, hatten wir noch nicht. Ja, dann gib mal her. 22 Silber. Und was ist mit diesem Honigkuchenpferd? Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Honigkuchen. Okay. Können wir die hier auch eben noch lernen? Käsetorte, Käsekuchen. Hm, Käsekuchen ist nicht schlecht. Veggie-Pastetenkuchen, Pilz-Pastetenkuchen, Käsepastetchen. Panna Cotta, Honigpudding, Bärenpudding. Okay, und hier unten haben wir auch noch jemanden. Mach es kurz. Baust du Arbeit, Friedhofswärter? Kommt auf die Arbeit und die Bezahlung an. Gut, ich brauche einen Grabstein für einen meiner Bekannten. Was für einen? Aber meine Werkzeuge habe ich in der Stadt gelassen. Da hast du anderes Werkzeug für mich. Was brauchst du?
Ja, und mein Beileid, was ist mit deinem Bekannten passiert? Also, in der Zeitung steht, dass ich ihn nach unserer Hochzeitsnacht erwürgt habe. Aber das ist natürlich eine gemeine Lüge. So eine Lüge wie die Geschichten über das atemluftbedingte Ableben meiner vorherigen drei Ehemänner. Das war eine Reihe von Unfällen. Ich weiß ja bestimmt, wie das ist. Wilde Leidenschaft, Alkohol, Rollenspielchen, besonderes Spielzeug. Aha. Aha, natürlich. Was genau brauchst du von mir? Ich brauche 5 eiserne Meißel und 10 Holzkeile. Im Gegenzug bekommst du einen heftigen Rabatt auf meine Waren. Was hast du denn? Warum sind Männer so schwach? Die meisten überleben nicht mal eine Woche mit dir. Ich würde gerne wissen, worauf ich Rabatt bekomme, weil bisher weiß ich nicht, ob ich das alles brauche. Wo ist denn der Finanzier? Du bist der Finanzier, richtig? Nein, ich will kein Gold von dir. Ich möchte handeln. Ein Nugget kostet 22, ein Barren kostet 50. Und alle Barren kosten zu viel. Alle Nuggets kosten zu viel. Wir nehmen schon mal 2 mit. Das ist zwar scheiße teuer, aber das ist dann eben so. Und hier müssen wir mit dem Goldstab müssen wir mal gucken, wie viel wir dafür bekommen würden, wenn wir das auseinandernehmen. Aber gut, wir brauchen halt Gold und dafür bräuchten wir im Grunde noch den Skill Goldgeruch. Dafür haben wir aber noch nicht genug blaue Punkte wieder. Ach so, Balken wollte ich hier lassen. Was bauen können wir wahrscheinlich noch nicht, ne? Die sind noch nicht happy genug. 10 von 10, doch, wir können direkt bauen. Dann verbessern wir mal das Lagerfeuer. 9 Flüchtlinge können wir auch noch einziehen lassen. Ich dachte, wir hätten keine Betten mehr. So, und dann lassen wir noch einen Flüchtling einziehen. So, und dann können wir mit dir hier reden. Dieses Lager fühlt sich mehr und mehr wie ein Zuhause an. Dank deiner Bemühungen natürlich. Vielen Dank für das Lagerhaus und das Lagerfeuer, mein Freund. Kein Problem, war ja nicht schwierig. Soweit ich weiß, bereiten sich schon viele darauf vor, sich uns anzuschließen. Wärst du so freundlich, ein weiteres Zelt natürlich zu bauen? Und ich würde dich auch bitten, mir eine Werkbank herzustellen. Ich habe mir ein paar Dinge ausgedacht und kann es kaum erwarten, zu sehen, ob sie auch in der Praxis funktionieren. Vielleicht helfen die Ergebnisse meiner Forschung nicht nur uns, sondern auch dir. Ein Zelt und eine Werkbank. Kinderspiel. Aber die müssen natürlich erstmal wieder zufriedener werden, damit wir denen neue Dinge bauen können. Das ist irgendwie die falsche Richtung, aber gut. Nägel. Wir brauchen neue Nägel hier und jede Menge Zufriedenheit. Neuer Flüchtling können wir nicht. Seelenempfänger können wir hier bauen. Interessant. Und neues Wohnzelt. Dafür haben wir alles da, außer die Zufriedenheit. Okay. Dann ist aber das Ding hier durchgeladen. Wir hüpfen zum Steinbruch. Jetzt aber wirklich. Und wir legen dich um auf Steine. Aktuell brauchen wir eher Steine. Gut. Ja, der lädt noch kurz. Dann können wir so lange das eine Eisenerz auseinandernehmen. Hier für das Eisending bräuchten wir noch einen neuen, wie es aussieht. Dann haben wir ja eine Ausrede gefunden, wieder einen zu beleben. Zuhause. Da hat doch eine Leiche gebimmelt, oder? Ich meine, mir war so, als wäre da noch eine gewesen. Sag ich ja. Haben wir mal dunkle Innereien vielleicht? Nein, wir haben kompletten Mumpitz. Fleisch raus, Knochen raus und mehr brauchen wir eigentlich gerade nicht. Blut für das Wiederauferstehungszeug. Nehmen wir dich mit, legen wir das Zeug ab und in den Entsafter. Oh, da ist noch eine drin. Ja, das passiert.
So, du brauchst nichts mehr, du bist fertig. Wie gesagt, wir haben eine Ausrede für einen neuen Zombie. Das werden wir tun, tatsächlich. Rein damit. Seele heilen. 27 von 41. Wir müssten ausgeben, sonst haben wir... Sonst haben wir gleich keinen Platz mehr. Plus 6, ja. Wir können zwei weitere Dinge heilen. Exquisites Schreiben, aber das haben wir doch schon. Herstellen, Buch und so weiter. Bin mir wirklich unsicher, ob ich das machen soll. Steinerne Grabsteine, ja, bitte. Marmorgrabsteine, ja, bitte. Vereinfachte Landwirte, ich weiß nicht, warum ich das lernen sollte. Das ist irgendwie so Quatsch, keine Ahnung. Unverbesserte Ausrüstung schalten wir auch noch frei. Also die drei weiß ich noch nicht, ob ich die überhaupt lernen möchte. Da müssen wir mal gucken. Moment, da steckt noch einer drin. Was machen wir denn mit der Seelenenergie, wenn wir nichts mehr lernen können? Eine gute Frage, ne? Okay, es ist Händlertag. Können wir noch ein paar Kisten eben bauen? Haben wir Dinge fertig? Dann müssten ja Zwiebeln eigentlich fertig sein, wie blöd. Hier sogar. Moment, ich möchte was ausprobieren. Oh ja! Sehr gut. Ja, wir bräuchten... neuen Zombie. Wir haben neue Suppe haben wir gemacht. Dann steh doch einfach mal auf. Jo, dann kommst du direkt mit nach oben. Steinbruch. Du darfst dann erstmal wieder Eisen kloppen und wir müssen jetzt erstmal das Marmor aufräumen, damit die Steine hier abgelegt werden können und dann auch entsprechend nach unten transportiert werden. So, dann können wir ja jetzt gleich hoffentlich auch wieder nach Hause. Die anderen Sachen können wir hier leider nicht auseinandernehmen. Doch, wir können hier Marmor auseinandernehmen. Ich dachte, das geht nicht. Ich dachte, das geht nur am Großen. Ja, hey! Macht es dann eigentlich Sinn, das runterzubringen? Oder macht es mehr Sinn, das hier oben direkt auseinanderzunehmen? Ich bin mir wirklich unsicher. Der hat nur 6, aber das ist ja auch okay. Können wir noch einen Steinvorrat bauen? Auch einen Seelenempfänger. Hm. Ja, wir können noch Steinvorrat bauen. Den können wir aber leider nicht drehen, sonst würde der da noch wunderbar reinpassen. Frist 5. Das hilft alles nichts. Mehr als einen kriegen wir. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir den hier irgendwie noch anders reinkriegen, aber da hier der Steinschneider auch 5 ist, bekommen wir auf keinen Fall noch so einen hin. Schade. Naja, erstmal hochbügeln, klar. Und dann nehmen wir dich mit nach Hause. Okay, unser Stahl wird langsam aber sicher fertig. Das heißt, wir kommen vielleicht auch noch mal einen Schritt weiter gleich. 2 Golden Nuggets. Die würde ich gerne schon mal zu einem Barren verarbeiten. Das wird wahrscheinlich nicht reichen für so ein billiges Ding, oder? Das Ding müssen wir eh auch noch bauen. Haben wir das freigeschaltet? Ich bin mir gerade unsicher. Kreissäge, Ranken.
Ach, hier können wir auch Ranken pressen. Okay, Steinvorrat, Drehscheibe, Steinschneider. Hatten wir das jetzt schon freigeschaltet? Da, Juwelierstisch. Stahlteile, ja, wie passend. Und zwei Holzkonstruktionen. Holzkonstruktionen brauchten wir Balken. Oh. Aber ich mache ja nichts mehr selber hier. Hinter. Wir haben Frau Anmut verpasst. Ungünstig. So, wie viel von dem Saatgut haben wir jetzt noch? Ist das mehr geworden? Oder hatten wir noch was und ich habe es einfach nicht gesehen? Wir hatten offenbar noch was. Naja gut, dann ist das eben so. Du bleibst hier, ihr kommt mit. Du bleibst hier. Hanfsamen. Ja, kommt mal mit, wir brauchen eine Flasche Öl. Konstruktionen sind schon mal fertig, das ist gut. Einmal Samenöl. Zweimal Bier. Dafür haben wir natürlich keinen Platz. Ja, natürlich nicht. Moment, wenn Weizen los ist, dann geht er wieder. So, wir haben Öl für den Kerl. Dann brauchen wir hier drei Pilze. Ich glaube, wir haben keine. Die müssen wir pflücken gehen. Aber Alkohol können wir ja dann auch eben hier lassen. Ja, komm, wir gehen eben pennen, bis die nächste Leiche da ist. Haben wir auch wieder ein bisschen... Oh, komm, wir pennen jetzt eben durch. Dann haben wir auch wieder Energie.